So, grüß Gott und willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Hier geht es weiter mit unserer KE-Serie. Wir haben uns ja in vorangegangenen Videos mit einzelnen Komponenten der KE-Jetronic beschäftigt und mit der Überprüfung der einzelnen Bauteile, die alle mit einspielen in die KE-Jetronic. Und heute wollen wir uns mal mit den Grundeinstellungen, bevor man überhaupt anfängt, irgendwelche Sachen an der KE-Jetronic zu überprüfen, bevor man sich den Luftmassemesser anschaut oder das elektrohydraulische Stellglied, was auf jeden Fall gegeben sein muss, bevor ich einzelne Komponente überprüfe. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass zum einen das ganze Zündgeschirr passt, die richtige Zündkerze verschraubt sind, die fest drin sitzt, die Zündkabel den möglichst geringer Widerstand aufweist und der Widerstand nicht so hoch ist, dass die Zündkabel in Ordnung sind, der Zündverteiler soweit passt und richtig eingestellt ist, die Zündspule in Ordnung ist und als weiteres natürlich die Kraftstoffversorgung. Ohne eine vernünftige Kraftstoffversorgung funktioniert die KE-Jetronic natürlich nicht. Dazu gehört einmal die Druckmessung hinter einem Pumpepaket, egal ob ihr eine Pumpe habt oder bei den 8-Zylinder zwei Pumpe verbaut habt, muss der Druck hinter an die Kraftstoffpumpen passen und genauso gut muss der Druck vorne vom Mengenteiler passen. Ja, da muss der richtige Druck, der richtige Kraftstoffdruck vorne ankommen, damit der Mengenteiler dann auch die Verteilung auf die einzelnen Zylinder vernünftig vornehmen kann. Die ganzen Videos, wo wir uns mit der ganzen Prüfung schon befasst haben, habe ich in einer Playlist zusammengefasst und blende euch jetzt den Link oben ein. Ihr findet auch die Playlist unten in die Videobeschreibung zum Anklicken. Dann könnt ihr euch die einzelnen Videos nochmal anschauen. So, und heute wollen wir uns mit der Grundeinstellung der Stauscheibe mal beschäftigen, weil das ist so die Voraussetzung, überhaupt irgendwas an der KE-Jetronic wieder zu fixen, irgendwie wieder was zu reparieren, dass das passt, dass die Grundeinstellung der Stauscheibe passt. Um die richtigen Abstände messen zu können, braucht ihr einen digitalen Messschieber. Ja, ihr schafft es auch, wenn ihr keinen digitalen Messschieber habt, aber mit einem digitalen Messschieber tut ihr euch da wesentlich einfacher. Das brauchen wir heute, um den richtigen Stand der Stauscheibe überprüfen zu können. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt nach dem Intro. So, wir müssen natürlich unseren Luftfilterkasten abnehmen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht im Vorfeld. Und jetzt gehen wir ins Cockpit, machen die Zündung ein paar Mal auf Stellung 2 und wieder zurück. Und dann messen wir den Stand der Stauscheibe. So, um die ruhende Stauscheibe vernünftig messen zu können, bauen wir erstmal Benzindruck auf. Das heißt, ich schalte ein paar Mal die Zündung in Stufe 2. Die Benzinpumpe hinten springt an und baut Kraftstoffdruck vorne aus. So, hört man auch schön das Summen hinter jetzt, von hinter rechts. So, und jetzt gehen wir vor und messen den Abstand der ruhenden Stauscheibe. So, wir haben jetzt hier 30,07 gemessen von der Mitte von dem Kunststoffteil aus. Das wäre jetzt für den Ruhzustand der Stauscheibe, wäre das jetzt in Ordnung. So, als zweiter Prüfschritt messen wir den Leerweg. Der sollte so 1,2 mm mehr sein wie der Ruhezustand der Stauscheibe. Das heißt, ich drücke die Stauscheibe etwas nach unten, bis ich Widerstand feststelle. Und dieser Mehrweg, wo ich dann zu der vorigen Messung habe, sollte wie gesagt so 1,2 mm mehr sein, als die Stauscheibe im Ruhzustand hat. So, jetzt habe ich ganz leicht nach unten gedrückt. Mal schauen, was wir hier haben. Ja, vorher haben wir 30,07 gehabt, jetzt haben wir 31,37.
Ja, 1,2, 1,5 Millimeter mehr als zuvor. Das wäre jetzt hier in diesem Bereich, wäre das jetzt auch noch in Ordnung. So, wenn es dieser Leerweg größer ist als 1,5 Millimeter, könnt ihr hier an der CO2-Schraube das korrigieren. Und zwar, wenn ihr mit dem 3 mm Imbus hier reinfahrt, wenn ihr den Gummipropfer, je nachdem, ob noch einer drin ist bei euch, den davor rausmacht, mit dem Imbus reinfahrt, die Schraube etwas nach unten drückt und nach rechts dreht. Wie gesagt, wenn der Abstand im Leerweg größer ist zu der ruhenden Stauscheibe als 1,5 mm, dann dreht er etwas nach rechts. Dann müsst ihr diese ganzen Prüfschritte nochmal wiederholen. Das heißt, die Zündung anmache auf Stufe 2, wieder aus, wieder an, wieder aus, dass sich Kraftstoffdruck aufbaut, und dann wiederholt er die Messung nochmal, so lange, bis das passt. Wenn er geringer ist als 1,2 mm, könnt ihr an der Stauscheibe dann mit dem 3 mm Imbus nach links drehen und dann analog verfahren, wie wenn der Abstand zu groß ist. Und wenn dann alles passt und die Stauscheibe richtig in den Toleranzbereich eingestellt ist, kann man dann im Prinzip mit der restlichen Überprüfung der Komponente der KE-Cetronic beginnen. Wie gesagt, die ganze Werte blende ich euch jetzt nochmal zum Schluss mit rein. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und an eurer Stauscheibe die Messung mal vornehmen. So, die Stauscheibe haben wir jetzt nachgemessen, haben den Leerweg überprüft, ob das alles so passt, gemäß der Werkstattunterlage. Wenn ihr im Leerweg einen größeren Abstand habt wie 1,5 mm, müsst ihr die CO-Schraube, wie vorher schon erwähnt, rechts rumdrehen mit dem 3 mm Imbus. Wenn ihr unter 1,2 mm liegt, also in dem Bereich zwischen 1,2 und 1,5 mm, ist alles noch in Ordnung, da müsst ihr nichts verstellen. Aber wenn ihr da drunter seid, unter 1,2 mm, dann die CO-Schraube nach links drehen, dann die Prüfschritte nochmal wiederhole, das heißt ins Fahrzeug einsteige, die Zündung ein paar Mal auf Stufe 2, dass sich Kraftstoffdruck aufbaut, und dann die Messungen wiederhole, solange bis der Abstand bzw. der Leerweg der Stauscheibe dann passt. Generell gilt, wenn ihr einen größeren Spalt habt bei der Stauscheibe, dann habt ihr ein mageres Gemisch. Und wenn der Spalt zu gering ist, dann habt ihr ein relativ fettes Gemisch. Wenn das dann alles richtig eingestellt ist, rührt ihr am besten die CO-Schraube überhaupt nicht mehr an. Wenn dann der Motor immer noch nicht rund läuft, dann liegt es an anderen Komponenten, die Einfluss nehmen auf die KE-Cetronic, aber dann nicht mehr vorne an der Stauscheibe. Und das ist im Prinzip dann soweit in Ordnung, und diese Einstellung kann dann auch beibehalten werden. Zum den Abstand zu messen, wie vorher erwähnt, tut er am einfachsten euch, wenn ihr einen digitalen Messschieber habt, einfach weil wir uns da im Millimeterbereich bewegen und ich das mit dem digitalen Messschieber dann einfach besser ablesen kann. Den Produktlink zum digitalen Messschieber packe ich euch in die Videobeschreibung mit rein. So, dann hoffe ich, das heutige Thema war informativ für euch. Ihr konntet was mitnehmen und könnt jetzt die Stauscheibe in eurem Fahrzeug richtig einstellen bzw. die Abstände korrekt kontrollieren. Und dann hoffe ich, ich sehe euch alle beim nächsten Mal wieder. Mich würde es wahnsinnig freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.